Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Boxer natürlich. Hallo. Ja, Mai, grüß Gott. Ja, Mai, grüß dich. Wir sind hier fleißig dabei, immer noch. Also wir sind ja sowas von Arbeitsbienchen hier, ne? Und... Das macht schon Spaß. Hast du hier eine Fahrgasse reingebaut auf einem anderen Feld? Ach so. Was war das denn? Ah, das war das mit der Pflegebereitung. Irgendwas. Es sieht eigentlich ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ja, ist geplant gewesen. Okay. Ich hätte nicht fragen sollen. Auf alle Fälle sind wir dabei, die Sojabohnen zu ernten. Der Boxer ist gerade dabei, den Hofladen zu bestücken, was ja auch dazu gehört. Ja. Und dann, wenn es 8 Uhr ist, werden wir dann, oder wird der Boxer dann, oder ich, schauen wir mal, wer dann, zum Händler runterjuckeln, eine Dolly kaufen und noch ein paar Butterfässer kaufen, damit wir mehr Butter produzieren können. Ne? Das muss ja sein, du. So ist das. Ja, die Gewächshäuser sind gefüllt, das heißt, da glaube ich, bis auf eines laufen alle. Ernte läuft, Produktion läuft. Eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt momentan. Jo. Was denkst du, wenn wir jetzt sehr viel Geld verdienen sollten, sollen wir uns zuerst auf Kredit zurückbezahlen konzentrieren? Ja. Keine Ahnung, wie das ist mit, wenn wir hier noch jemanden draufholen wollen, dann brauchen wir Fahrzeuge, ne? Ja, das stimmt, aber dann könnte man vielleicht nochmal auf den Kredit zurückgreifen, weißt du? Eigentlich bin ich ja auch ein Freund davon, dass wir die Kredit... Ich glaube, das wäre vielleicht besser. Ja, können wir nochmal drüber nachdenken. Aber noch ist es nicht aktuell. Wir haben jetzt ein bisschen finanzielle Mittel haben wir. Aber das ist halt auch im Handumdrehen wieder weg, wenn man das und das und das kauft. Was ja wichtig ist, weil ohne Dolly können wir das Fass nicht bewegen. Und ohne Fass gibt es kein Wasser und ohne Wasser gibt es kein Geld. So. Der elende Kreislauf. Boxer, wir können aber danach gerne tauschen, wenn du möchtest. Ne? Kein Problem. Ey, lass mir noch eben die Butterfässer kaputt machen. Ja, ja, ja. Weißt du, wenn wir jetzt noch Brot produzieren könnten, ne? Und Nutella. Da können wir uns unser eigenes Nutella-Brot machen. Oh, jo. Kannst du dich noch an den Profonte-Brotaufstrich erinnern? Ah. Oh. Das ist immer noch das Produkt schlechthin wahrscheinlich. Ja. Was wir eigentlich noch. So, der Drescher schafft diese Steigung hier nicht mehr. Ich fahr mal quer, ne? Siehst du mehr. Mahlzeit. Ja, moin. Ja, grüß Gott. Bist du? Ich denke immer, du bist neben mir, wenn du Mahlzeit sagst, weißt du? Nee, die gute Ingrid. Ist schon da. Die ist schon da? Oh, die ist aber schon. Ist aber früh heute. Weil Viertelstunde ist ja Eröffnung, ne? Oder wann ist das noch? Ich glaube um 9, oder? Ach, um 9? Ja gut, dann ist es überpünktlich. Aber ich habe ihr klar gemacht, ne? Wir zahlen erst ab 9 Uhr. Also das Warum ist jetzt kann ich hier das freiwillig. Hier nicht ernten? Was kannst du nicht ernten? Ich habe jetzt noch eine Ecke drin, die ich nicht ernten kann. Hä? Viel? Ja, weiß ich nicht. Ich fahre gerade die Bank kaputt. Okay, das hat gerade nicht funktioniert. Ich fahre mal andere Seite. Das ist ja komisch, du. So, das fahren wir jetzt hier rüber. Ah, die ganzen Käseleibe müssen auch noch rein, ne? Ja, ja, klar. Boah, wir brauchen ein größeres Fahrzeug. Haben wir doch irgendwie einen Anhänger? Glaube nicht, das funktioniert hier nicht. Aber ich kann doch eigentlich... Kannst du gar nicht ernten da? Nö. Hä? Also in diesem Abschnitt will das einfach nicht. Erntereif geht hier. Na, jetzt fahre ich mal auf die andere Seite, das ist sehr komisch. Haben wir einen Fehler drin? Nein. Alles gut. Das ist sehr befruchtet, ne? Ja, das ist mal wichtig. Hier ist schon wieder so ein Dingens, schau mal. Siehst du das? Was? Jo. Ah, das ist Wasser. Schon, ne? Das sind die gleichen Dinger wie im 17er. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Das... Weißt du, ich habe so schön gesehen und jetzt sowas? Ich glaube es nicht.
Ja, ich, vielleicht war es irgendwie zu steil oder ich weiß auch nicht. Oder kaputt? Ah, sieht's denn aus? Ist der irgendwie... Oh, kaputt könnte aber sein, ne? Ist im letzten Drittel auf alle Fälle. Boxer, kannst du mal im Werkzeugkasten mal kommen? Kann man nicht absortieren? Ja, da steht in der Käserei, wenn du reingehst rechts, steht ein roter Werkzeugkasten am Boden. Das ist kein Scheiß, ne? Also, bist du jetzt die 2 Meter hier gesprungen? Ist nicht dein Ernst. Ich such mal Fahrzeug. Da. Ah, da, da. Der Werkzeugkasten steht. Ah, da, da. Müsste sein. Weil eine kleine Wartung, glaube ich, sollte nicht schaden. Geil, das stelle ich mir gerade sogar realistisch vor. Ah, da ist er schon. Warte mal. Dann mache ich das mal jetzt hier aus. Muss ich ihn abstellen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß es gar nicht, ob es so funktioniert. Stell mal nebenan hier. Das Ding ist kaputt. Warst du schon was? Nee, komm ran, du musst näher ran. Achso, du willst am Schneidwerk ran? Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, was kaputt ist. Ah ja. Naja, das geht aber eigentlich. Okay, dann gehen wir mal zum Drescher nochmal rüber. Eine kleine Wartung am Feld, wer kennt's nicht? Ja, der ist schon ein bisschen teurer. Aber jetzt haben wir wieder alles repariert. Alles klar. Perfekt, danke. Wenn noch was ist, anrufen. Wenn noch was ist, ruf mich nicht an. Tschüss. Ja, wenn du siehst, wie sich der LS gewandelt hat, ne? Das ist schon krass. Jetzt laufen wir hier mit der Werkzeugkiste rum und du kannst das Zeug vor Ort reparieren. Ja. Wobei, das war ein Standard-Mädchen, oder? Nee, nicht, aber die Möglichkeit allein, die es schon gibt, weißt du? Das ist ja. Ja. Krass, ey. Du, was darf ich tun? So hast du dir. Jetzt mal Hand auf Herzboxe, ne? Hast du dir das neue John Deere DLC schon angeguckt? Nee. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Hab ich nicht. Ich weiß auch gar nicht wofür, also ich wüsste auch gar nicht, in welchen Projekten wir das hier einsetzen sollten. Also wir haben ja gar nicht so. Nee, also ich werde das vielleicht mal in irgendeiner, also sagen wir mal, größeren Art und Weise einsetzen, aber für den Moment muss ich ehrlich sagen, no. So, der Bergmann-Käse, ne? Ja, der gute Bergmann-Käse. Kann ich den denn auch irgendwo anders verkaufen, theoretisch? Oder? Ja, natürlich. Du kannst ihn auch verkaufen beim Gasthaus. Das Problem ist nur, ich sag dir ganz kurz den Preis, ne? Beim okay, Gasthaus? Ja, ich weiß. Alles klar, danke. Das ist immer so ein bisschen die Problematik. Weil, ey, das ist ja echt, also wir brauchen was größer als den Gator. Gibt's was Größeres? Ja. Warte mal. Ich hab einen Kommentar gelesen. Ist der wohl da drin? Ah, ne. Ich hab gehört, es gibt einen Sprinter. Ja, den müssen wir uns aber nochmal angucken. Ich hatte den schon mal, den Sprinter. Achso. Der war aber nicht so geil. Also der war schon gut, aber er hat leider noch Probleme gehabt. Ich habe aber mittlerweile eine weitere Version bekommen. Die liegt bei mir auf der Platte. Die könnte man mal hochladen und nachschauen, ob die besser ist. Okay. Weil da können wir echt gerne den Sprinter nehmen, weil er ist prinzipiell gut, aber er hat einfach noch ein paar Probleme gehabt, die einfach für das Let's Play nicht so geil sind, sag ich mal. Ich meine, er bekommt es wahrscheinlich nicht hier in diese Hütte rein, aber muss halt... Ja, aber bleiben. Raustragen geht ja auch. Oder, Boxe, eine Sache, die gibt es noch. Es gibt noch irgendwie so Kisten oder sowas, habe ich mal gelesen. Kisten, ja. Befüllbare Gitterbox. Es gibt hier einige Sachen, wo du so Zeug reinhauen kannst, weißt du? Ja, stimmt. Dass man da vielleicht so eine befüllbare Gitterbox nimmt, da die Käseleiber einfach reinhaut und dann einfach mit dem Frontal hin und her bringt. Wäre ja auch eine Variante. Gut, bin da. Aus.
Auf dem Tisch geht auch, sagst du? Auf dem Tisch oder? Geht auf alle Fälle auch, ja. Ah, im Regal geht auch? Das weiß ich nicht, aber ich kann mir das vorstellen. Aber sonst probier es einfach. Wenn der nächsten Morgen noch da liegt, dann räumen wir einfach um. Also, wir müssen anbauen, Werner. Ja, irgendwie wird das zu groß wahrscheinlich. Also das, wir haben so viel Zeug produziert mittlerweile. Kann man die Dinge eigentlich auch platzieren? Diese Landhäuser? Diese, wie heißt das? Hof? Nee. Den sag Hofladen mal. Meinst du? Ja, Hofladen. Nee, den kannst du nicht. Aber es gibt ja immer noch diese Hoftankstelle-Zeug und so weiter, ne? Ja. Das könnte man echt mal machen. Da hätte ich ja schon Bock drauf. Aber das kostet halt wieder Geld. Ja. Aber das, warte mal, ich zeig das mal für die Zuschauer, wenn ich weiß, was wir meinen. Das war drin bei Diverses. Nein, hier ist ja noch genug Platz, aber... Hier, Verkaufsautomat. Einfach mal Just for Fun, hätte ich schon Lust. 15.000, das Ding wird ja noch... Warte mal. Okay. Was geht hier? Milch, Eier, Kartoffeln. Soja, Milch, Eier, Kartoffeln. Das ist schon geil, muss man sagen, ne? So ein kleiner Milchautomat. Das ist halt so, wie früher bei uns gewesen ist. Aber nicht am Käse kosten, ne? Wozu mal? So, wie sieht's aus? Also 81. What? 81%. Achso. Ich? Ja, easy. Das wird. So, das Schlechte, also was ist das Schlechte? Bei dem Feld hier, bei dem Feld Nummer 5 ist es so, du fährst langsam hoch, du kommst an die Spitze und fährst dann rasant nach unten. Das ist wie eine Achterbahn hier. Okay, also von der anderen Seite kann ich wohl das Zeug ernten, aber von der Querseite ging es vorher nicht. Ich weiß auch nicht warum. Das ist sehr Galileo Mystery-mäßig hier. Ah, das geht aber auch nicht jetzt gerade hier. Hä, muss man das verstehen? Irgendwas stimmt mit Hase nicht. Ich will mein Geld zurück. Warum? Fällt. Wenn das nicht funktioniert. Ja, irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ja, vielleicht gibt es schon eine neue Bergmann-Version jetzt? Ich glaube nicht. Also aktueller Zeitpunkt, nein. Ich glaube, es ist immer nur der Winkel, wie man das Ganze nimmt. Weil jetzt fahre ich gerade quer über dieselbe oder ziemlich dieselbe Stelle, da funktioniert es wiederum. Naja. So, ich hatte doch irgendwo so einen Anhänger hingestellt bekommen, glaube ich. Soll ich vorbeikommen oder? Nee, ich bin schon auf dem Weg. I'm on the way. Hätte auch keine Zeit gehabt, weil, ne? Ja, ich weiß, so wird es noch höflich sein, ja. Ja, nee, der Käse muss auch gekühlt werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Das ist ein heikles Thema, du. Oh, uiuiui. Ja, jetzt geht's aber los hier. So, perfekt. Jetzt gucken wir nochmal rum, was wir noch gemacht haben heute. Oder machen wollten. Ja, das Saatgut liegt leider immer noch da. Da müssen wir uns echt drum kümmern. Aber das ist nicht... Genau, die Silage haben wir doch vor einigen Folgen schon mal in den Fermenter reingeworfen. Das ist auch gelaufen. Ist das schon fertig mittlerweile? Stimmt. 100% Fermenter. Das ist... Wir haben jetzt hier 172.000 Liter Silage drin. Ja, moin. Das geht ja gut voran, du. Gut, jetzt schauen wir nochmal, was der Boxe macht, aber eigentlich sind wir ja schon fertig für heute. Liebe Leute, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da.
Am Käselab gesehen? Ach du Scheiße. Am kommenden Freitag, Bergmann-Freitag, gehen wir dann auf die aktuellsten Kommentare ein. Also jetzt nochmal kräftig in die Tasten hauen. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.